Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Most Actives innerhalb dieser Woche hier live von der Börse in Frankfurt. Ja, und der DAX, der hat uns heute hier positiv überrascht. Gestartet war er nämlich einmal mehr schwächer, nachdem er ja gestern bereits die Gewinnserie durchbrochen hatte. Und wir haben zwischenzeitlich sogar mal um die psychologisch runde Marke der 11.000 Zähler gebankt. Im Tagestief lag der DAX bei 11.019 Punkte. Aber wenn man schwach beginnt, kann man dann ganz ordentlich Gas geben. Und genau das hat der DAX heute hier unter Beweis gestellt, denn im Tagestief hoch lagen wir bei 11.313 Zähler. Inzwischen sind wir so rund um die 11.300 Punkte Marke unterwegs. 11.298 der aktuelle Stand. Ein Plus jetzt also von 1,9%. Wo kommt die Euphorie hierher? Es ist das Thema Handelsstreit zwischen USA und China, was einmal wieder für Beobachtung und Interesse sorgt. Denn die Gespräche, sie gehen weiter voran und sollen dann ja auch in Washington weiter fortgesetzt werden. Und somit hat man Hoffnung, dass es da einfach auch ganz klar zu einer Einigung kommt. Werfen wir einen Blick auf die meistgekauften Werte des Online-Broker Flatex. Und wie so oft haben wir an Platz 1 die Aktie von Wirecard, gefolgt von der Allianz, TUI, Daimler, aber auch ThyssenKrupp ganz vorne mit dabei. Und bei der Allianz, da gab es heute die Zahlen. Nach einem schwachen Start hat sich die Aktie kontinuierlich ins Plus vorgearbeitet. Europas größter Versicherer, der hat nach einem Gewinnplus im abgelaufenen Jahr für 2019 allerdings keine nennenswerte Zuwächse ins Auge gefasst. Und da heißt es von Seiten der Experten, die Zahlen für 2018, die liegen klar über den Erwartungen der Experten. Allerdings ist der Ausblick unter den Erwartungen. Das Thema Dividende, das überzeugt aber, denn im Vorjahr gab es 8 Euro und jetzt möchte man für das Jahr dann eben 9 Euro zahlen. Und das ist etwas mehr als erwartet. Zudem hat man ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Allerdings war das auch so erwartet worden und somit nicht der ganz große Aufreger. Werfen wir einen Blick auf die meist verkauften Werte beim Online-Broker Flatex und auch da an Platz 1 die Aktie von Wirecard, gefolgt von Scout24, an Platz 3 Bayer, aber auch Commerzbank und ThyssenKrupp unter den meisten Verkäufen. Und bei Scout24, dem Münchner Kleinanzeigenportal, liegt ein neues Kaufangebot vor. Aber anders als zuletzt empfiehlt der MDAX-Konzern jetzt seinen Aktionären, genau dieses Angebot tatsächlich anzunehmen. Jetzt müssen die Anleger das Angebot von 46 Euro pro Aktie eben zustimmen. Grundlage ist der Aufschlag von 24,4% auf den Durchschnittskurs der vergangenen 3 Monate. Die Aktie, die verzeichnete dann daraufhin schon am Vortag einen ganz ordentlichen Sprung nach oben und erklärtes Ziel der Investoren ist eine Beteiligung von 50% plus einer Aktie. Kommen wir zu Bayer. Da gibt es ja zwei große Sparten. Zum einen die Crop Science Sparte und zum anderen die Pharma Sparte. Bei Crop Science, da steht alles weiter im Zeichen von Monsanto und Glyphosat. Und wenige Tage vor dem nächsten Glyphosat-Prozess sorgt eine neue Studie für Zündstoff. Im Guardian war nämlich zu lesen, dass es einen zwingenden Zusammenhang zwischen dem Unkrautvernichtermittel und einer speziellen Krebserkrankung gibt. Bei der Sparte von der Pharma-Sparte, da gab es gute Nachrichten, die verpufft allerdings so ein bisschen, denn Bayer vermeldet ein positives Studienergebnis für ein Prostatamittel. So viel von mir und heute und aus dieser Woche bei den Most Actives. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, am Montag zum Beispiel um 15:30 Uhr live bei der Aktionär TV.